Was ist das Urteil über Gelatine in Bonbons oder anderen Süßigkeiten? Man nimmt das nicht, Achil Karim. Es gibt einige Gelehrte, die sagen, die Gelatine im Verarbeitungsprozess wird sie umgewandelt. Wir haben eine Sache, die nennen wir in Al-Fiqh Al-Istihala. Istihala heißt Umwandlung von einem Stoff, der ursprünglich nicht rein war und später umgewandelt wurde. Wie zum Beispiel wissen wir, dass Branntweinessig oder Essig allgemein aus was hergestellt wird? Aus? Aus Alkohol. Alkohol natürlich, wir dürfen keinen Alkohol trinken. Aber nach dem Prozess wird es Khal, bedeutet Essig. Dürfen wir Essig essen? Ja oder nein? Dürfen wir essen. Deswegen hier hat eine Umwandlung stattgefunden. Und manche sagen, es findet auch eine Umwandlung bei Jadat. Aber Wallahu ta'ala ala wa alam, das findet nicht statt und man enthält sich davon. Wallahu ta'ala ala wa alam. Außer wenn man eine Notwendigkeit bei Tabletten oder sonstiges hat, das ist was anderes. Na?